Die Aktienmärkte haben sich gedacht, hurra, die Fed senkt die Zinsen sogar um 0,5%. Also eine Notzinssenkung könnte man sagen und sind zunächst mal nach oben gelaufen. Aber ein Blick in die Finanzgeschichte zeigt, das könnte ein bisschen verfrüht sein. Vielmehr sogar ein Warnsignal sein, dass wir es jetzt mit einem Bärenmarkt zu tun haben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Schauen wir uns zunächst mal das Statement an, was da gekommen ist von der Fed. Da sagt man, ja, alles gut, die Wirtschaft bleibt stark, however, aber trotzdem, da müssen wir ein bisschen was machen, nämlich mal den Zinssatz um ein halbes Prozent senken, einstimmig, da gab es keinen Dissenter, keiner, der dagegen war. Der Einzige, der ist nicht in der Fed, das ist Donald Trump, der hat gesagt, reicht aber nicht, da muss mehr kommen, da muss ja noch viel mehr eigentlich jetzt der Fall sein. Und wir werden gleich sehen, dass wahrscheinlich auch wirklich mehr der Fall sein wird. Jedenfalls zeigt das, was wir jetzt heute sehen, dass die Märkte eben nicht wirklich bullisch nachhaltig darauf reagieren, sondern jetzt ins Minus drehen, dass da möglicherweise ein Problemchen ist. Und auch der gestrige Anstieg, wie David Rosenberg hier zeigt, solche Anstiege von 5%, die passieren normalerweise nicht in Bullenmärkten. Bullenmärkte sind normalerweise stetig steigende, ein paar Prozentchen, 0, irgendwas Prozent, so wie in 2017. Das war ein Bullenmarkt. Jeden Tag so 0,2, 0,4% nach oben. Und das mit Konstanz, keinerlei Angst, niemand ist besorgt. Jetzt haben wir einen massiven Abverkauf gesehen in der letzten Woche. Gestern dann diesen praktisch diese Explosion nach oben. Typische Bärenmarkt-Rallye, kann man sagen. Und der Blick in eben diese Finanzgeschichte lässt nichts Gutes ahnen. Wir haben zuletzt solche 0,5er Zinssenkungen gesehen, das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise senkt eine Notenbank, wenn jetzt nicht wirklich Not am Mann ist, 0,25. Das war nach der Pleite von Lehman, Oktober 2008. Das war nach dem Crash der Aktienmärkte, Januar 2008. Das war im August 2007, Subprime. Kurz zuvor war Bear Stearns pleite gegangen. September 2001, klar, 11. September. Dann März 2001, Tech-Blase und Oktober 1998, Pleite Russlands und der Hedgefonds LTCM, der praktisch über den Jordan gegangen ist. All das ist sozusagen das historische Vorbild. Und wie gesagt, das lässt eigentlich nichts Gutes ahnen, ist nicht so wirklich ein berauschendes Omen. Und wenn wir uns hier mal anschauen, die Schritte sind eben 2000 passiert, 2001 passiert, 2008 passiert und jetzt passierte so etwas wieder. Und ist das Zufall? Schauen wir uns mal zumindest hier eine folgende Grafik an. Wir haben nämlich heute den Einkaufsmanager-Index global von JP Morgan gesehen und der ist so stark jetzt runtergekommen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Damals war das noch viel, viel stärker, aber wer weiß, was diesmal kommt, wenn jetzt die Dinge weiter eskalieren. Das wird sich jedenfalls zeigen. Da schauen wir uns nochmal einiges an, was von Interesse ist. Wir haben hier zum Beispiel Anmerkungen eines Traders, nämlich Kenneth Galbraith, der sagt, ja, jedes Mal, wenn dir eine Notenbank sagt, dass alles wahnsinnig toll ist und sie gleichzeitig solche Schritte unternimmt, dann muss es im Kopf rattern und man muss sich die Frage stellen, was ist da faul? Und die Fed Fund Futures, also die Futures, die praktisch Wahrscheinlichkeiten einpreisen, wie die Fed weiter agieren wird, die preisen jetzt mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed bei der nächsten Sitzung am 18. März nochmal die Zinsen senken will. Nämlich die Wahrscheinlichkeit liegt bei 114%. Wie ist das möglich? Naja, sie preisen 100% einen 0,25er-Schritt ein und mit der 14% Wahrscheinlichkeit einen weiteren 0,5er-Schritt nach unten. Also man sieht, da ist einiges gebacken. Und das könnte dem Euro natürlich helfen, der gestiegen ist infolge der Zinssenkung durch die Amerikaner. Was wir hier sehen, ist praktisch jetzt die Abwicklung, Rückabwicklung des Carry Trades, wo man sich in Euro praktisch für null Zinsen etwas leiht und dann im Dollarraum, wo es ja deutlich mehr Zinsen gab, jetzt ist dieser Zinsvorsprung ja deutlich geringer geworden inzwischen, das ist jetzt sozusagen auch ein Problem, das die Märkte haben, Deleveraging, Enthebelung, weil diese Carry Trades natürlich super funktioniert haben, jetzt ein Problem bekommen. Und wenn wir uns die Zinskurve anschauen, die ja invertiert ist in vielerlei Hinsicht oder in vielen Laufzeiten, dann sehen wir, dass der VIX normalerweise dieser Zinskurve folgt und dass wir durchaus in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren sehr volatile Zeiten vor uns haben werden. Also es ist alles andere als ausgemacht, dass es das hier ein Bullenmarkt ist. Das sei vielleicht die Quintessenz des Gesagten. Und es trifft viele reichlich unvorbereitet. Nur 21% der Vermögensverwalter
haben ihre Portfolios sozusagen risikofester gezurrt. 44% haben es nicht gemacht. Und auch wenn Sie jetzt 1% praktisch Abzug des Wachstums erwarten vom Welt-BIP, sind die meisten nach wie vor doch durchaus einseitig positioniert. Heute Morgen hatte ich gesagt, dass Morgan Stanley gezeigt hat, dass am Freitag die Hedgefonds nochmal massiv in diesen Dip nach unten eingekauft haben. Und das könnte sich noch als Problem erweisen. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100, meine Damen und Herren. Und diese Kerze, die sieht unschön aus. Das ist die Freude hier. Über den Anstieg, über die Zinssenkung sind wir nochmal auf 9.000 gestiegen. Die Charts, meine Damen und Herren, ja, Sie ahnen es von Capital.com. Jetzt wird es interessant, wenn wir hier weiter runtergehen und dann praktisch diesen Boden aus Boden durchbrechen, den wir hier gebildet hatten, so etwa im Bereich 8.250. Dann wird das eine ganz, ganz schwierige Kiste. Aber wir sehen, dass die Märkte eben nicht steigen nach der Zinssenkung, sondern jetzt eine dicke rote Kerze ausbilden mit einem langen Docht. Normalerweise kein gutes Zeichen hier, der S&P 500. Wir sehen den DAX 11.962. Wir sehen Euro-Dollar, dass der zunächst über 1,12 gestiegen ist, jetzt ein bisschen zurückkommt. Gold freut sich natürlich immens über das, was da passiert ist, 1.645 jetzt. Wird jetzt das zinslose Gold eben verliert immer mehr seinen Nachteil gegenüber verzinsten Währungen. Wir sehen das amerikanische Crude Oil auch unter Druck jetzt bei $47,13. Also History shows, die Geschichte zeigt, die Finanzgeschichte zeigt, dass wir jetzt ein Problem schon bekommen könnten, dass die Sache also jetzt alles andere als einfach wird, dass es einen Grund gibt, warum eine Notenbank eine solche Notfallzinssenkung macht. Zuvor hatten man sich ja seitens der G7 und der Notenbanken nicht wirklich einigen können auf irgendwas. Da war dann die Rede von, ja, wir haben uns alle lieb und passen genau auf. Das ist natürlich nicht genug gewesen für die Märkte. Es ging nach unten, dann kam die Zinssenkung, es ging nochmal nach oben. Und jetzt geht es wieder mal nach unten. Also es ist eine schwierige Geschichte, meine Damen und Herren. Das wird noch richtig lustig, es wird aufregend. Man kann sich ja derzeit nicht über mangelnde Spannung wirklich beschweren. In dem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus.